Ja, liebe Whisky-Freunde, heute soll mal Gegenstand meines Reviews ein einfacher, preiswerter, nicht gleichzusetzen mit billigem Whisky sein, und zwar ein Glenturner 12 Jahre Master Reserve. Ich mache ja immer so ein, zwei Mal im Jahr so Supermarkt-Whiskys, um zu testen, ja, was können die, sind die viel schlechter, sind die vielleicht manchmal recht gut für den Preis, stimmt da das PLV? Und das soll heute eigentlich Gegenstand des Reviews sein. Da hoffe ich, dass ihr ein bisschen Interesse habt und dran bleibt. Dann sehen wir uns gleich. Ja, herzlich willkommen wieder mal, liebe Whisky-Freunde. Wie gesagt, heute mal wieder ein Supermarkt-Whisky seit längerer Zeit. Habe ich also lange keinen gemacht und der fiel mir mal in die Hände. Gibt es sowohl in Online-Shops als auch in gut sortierten einigen Supermärkten, wie zum Beispiel, ja, ich mache jetzt keine Werbung, aber Edeka oder so, hat ihn durchaus im Angebot. Und zwar ist es ein Glenturner 12 Jahre Master Reserve. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, Glenturner, ist das eine Brennerei, Destillerie oder ist das ein Markenname? Ich hatte dunkel in Erinnerung, weil das ja schon einige Reviews dazu gibt, dass das nur ein Markenname der Glenmorangie Destillerie ist, von diesem französischen Spirituosenkonzern La Martiniquaise. Dann habe ich mich aber mal ein bisschen belesen und habe gesehen, es gibt in den Lowlands, also etwas westlich von Edinburgh, gibt es eine Glenturner Distillery. Da dachte ich mir, wo kommt denn der etwa daher? Es hatte mir noch gar nichts gesagt, aber es steht hier drauf, Distilled and Matured in the Highlands. Da ist ja eigentlich dann die Lowland Brennerei, also die Glenturner Distillery, beheimatet in Bathgate. Kann man ja googeln. Kann es dann nicht sein, weil es ja Lowlands sind. Ja, und dann habe ich mal auf La Martiniquaise geschaut. Da kann man die verschiedenen Brands, also die verschiedenen Marken, die dann herstellen, nachgucken. Unter anderem haben die dann im Angebot Cathy Sark und Label 5, glaube ich noch. Und eben auch diesen Glenturner. Also ist tatsächlich ein Whisky, der in der Glenmorangie Distillery in Glenelgin hergestellt wird und hat nur den Markennamen Glenturner. Von dieser Abfüllung oder ja, diesem Markennamen Glenturner gibt es drei verschiedene Whiskys, nämlich diesen 12-jährigen hier, Master Reserve. Dann gibt es einen sogenannten Heritage ohne Altersangabe mit einem Port Cask Finish und dann gibt es noch einen dritten Nass Whisky mit Rum Cask Finish. Ich habe mir aber gedacht, gut, der Preisunterschied ist jetzt eigentlich marginal, muss man sagen. Da habe ich mich mal jetzt für den 12-Jährigen entschieden und ja, mir gedacht, gut, probierst du den mal aus. Den Port Cask Heritage hatte ich mir oder habe ich mir vorgenommen in meinem Ostseeurlaub ab nächster Woche. Da will ich dann mal schauen, ob da jetzt große Unterschiede sind. Weil ich nehme dann vielleicht auch die Flasche mit und gucke mal einen Quervergleich. Schauen wir mal. Aber ja, ich ziehe ehrlich gesagt immer mal bei solchen Supermarkt-Whiskys eher ein Whisky mit einer ordentlichen Altersangabe vor. Und so ist es halt dieser 12-Jährige geworden. Ich habe 21 Euro bezahlt. Das ist also für einen 12-jährigen Single Malt Whisky ja eigentlich schon ein recht guter Preis, muss ich sagen. Da gibt es nicht so sehr viel drunter. Das ist ein Whisky, der ist natürlich abgefüllt mit 40 Volumenprozenten, wie auch die meisten Glenmorangie ohne Altersangabe. Ich weiß gar nicht, ob der 12-jährige Glenmorangie auch 40 hat oder ob der 43 hat, das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ist leider gefärbt und auch kühlfiltriert. Und es steht hier so schön drinne, matured in Oak Casks. Ja, das hat man natürlich öfter mal bei solchen, ja, ich will nicht sagen No-Name-Whiskys, aber bei diesen, ja, preiswerten Whiskys, das steht ja auch meistens
Bei zum Beispiel den Little Whisky steht auch meistens drauf in Oak Casks, zumindest bei diesen einfachen. Und hier steht dann noch drauf, gereift 12 Jahre in Seasoned Oak Casks, immerhin eine kleine Ergänzung, for an exceptionally rich malt character, also für einen außergewöhnlichen, reichen, malzigen Charakter. Ja, das wollen wir mal sehen. Hergestellt wird er von der Glen Turner Company Limited. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Unterfirma der Glenmorangie Distillery ist, das weiß ich nicht. Jedenfalls unter dem Dach des La Martiniquais Konzerns hergestellt. Hinten drauf steht dann auch nicht weiter drauf. Glen Turner Master Reserve is matured for 12 years in oak casks, creating a distinguished whisky with fruity floral tones combined with vanilla and subtle oak character. Mit Farbstoff steht dann noch hier hinten drauf. Also da haben wir es auch nochmal draufstehen. Ja, von der Flasche und von der Aufmachung her gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ich schalte es euch nochmal kurz hier ins Bild. Also da muss man jetzt keine Kritik üben für den Preis. Es ist eine ordentliche Metalltube hier noch. Hinten auch nochmal. Steht jetzt auch nichts weiter drauf. Ja. Wobei hier hinten drauf steht Glen Turner Company Limited, Bathgate, Scotland. Also das macht mich jetzt doch dann wieder stutzig. Bathgate ist ja eigentlich der Ort, wo die Glen Turner Distillery ist. Und das wäre nicht in den Highlands, sondern in den Lowlands. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, wie das sich verhält. Wenn ihr da genaueres wisst, gerne mal in die Kommentare was schreiben. Ja, da gefärbt ist, lohnt sich über die Farbe nicht zu sprechen. Ansonsten wäre es natürlich eine sehr schöne, kräftige, dunkle Goldfarbe. Aber die besagt rein gar nichts. Jetzt wollen wir mal gucken, was er für die 21 Euro zu bieten hat. Leicht in der Nase. Ja, mit diesem typischen, malzigen, süßlichen Getreidenoten. Er ist aber nicht beißend sprittig in der Nase, alles gut. Ja, hatte noch so einen leichten Vanille-Touch, sage ich mal, ein bisschen floral, aber nicht allzu komplex in der Nase. Ja, dann Slange. Erstmal immerhin recht ordentlich für 40 Volumenprozente, aber dann nach 2-3 Sekündchen verwässert er schon dünn, hat einen nicht allzu langen Abgang, kurz bis maximal unterer Bereich des mittellangen, ist also schnell weg, hat aber eine schöne kräftige Süße, muss man sagen, die er so aus der Vanille, aus ja, diesen süßen, malzigen Tönen kommt. Und dann aber hinten raus relativ kräftige Holznoten, also Eichenwürze. Ich will jetzt nicht sagen, geht schon ins Bittere. Das kann ich eigentlich so nicht sagen, aber man merkt dann schon die Eiche hinten raus. Also es ist jetzt, man muss schon sagen, ein einfacher Whisky, nicht komplex, aber immerhin auch kein heuriger Hase, wo ich sage, ja, sprittig oder brennt oder bitter, überhaupt nicht. Also es ist ein ordentlich gereifter, einfacher
Whisky, um es mal auf den Punkt zu bringen. Allerdings, was will man bei 20 Euro oder 21 Euro auch erwarten? Man hat immerhin einen 12-jährigen Single Malt. Die Fässer, Seasoned Oak Casks, ja, keine Ahnung, sind glaube ich nicht die allerbesten gewesen, aber das ist ja bei dem Preis auch nicht zu erwarten. Dafür ist dieser Whisky ja auch gar nicht gemacht. Oh, ja. Auf dem zweiten Schluck jetzt sogar noch kräftiger die Eiche. Aber eben dünn, keinerlei komplexe Aromen, alles leicht, diese leichte Vanille, ein paar einfache, leichte Gewürze, diese süße Malzigkeit und die Eichennote, das sind so die hauptsächlichen Sachen, sag ich mal, aber kein schlechter Whisky. Das kann man nicht sagen, wenngleich es jetzt kein Whisky für Genießer ist, aber deswegen ist es ja auch ein Supermarkt-Whisky für 21 Euro. Den kann man so trinken, ich könnte mir den aber auch aufgrund dieser relativ schönen Eichenwürze gut als Mixgetränk mit Cola oder was auch immer vorstellen, weil er dann schön die Eichenwürze, die Kraft ein bisschen rüberbringt in das Mixgetränk. Schöne Sache, kann man ja bei 21 Euro ruhig machen, das ist jetzt kein Verbrechen. Ich erinnere nur an den vor einem Jahr ungefähr rauskommenden Glenmorangie X oder X. Da steht der ausdrücklich drauf, den soll man zum Mixen nehmen. Der kostet ja auch sogar 7, 8 Euro mehr. So 27, 28. Also da kann der sicher auch als Mix-Whisky gut mithalten. Aber ich finde, das ist genau ein Whisky für einen Einstieg in eine lockere Tastingrunde oder eben dann zu fortgeschrittener Stunde, sage ich jetzt mal, wenn man sowieso die Aromen nicht mehr so ganz auseinanderhalten kann, will, soll, dann zum Weiterzeschen, sage ich mal. Dafür könnte ich mir den gut vorstellen. Aber für mehr ist er eben nicht gemacht. Dafür ist er einfach zu dünn, zu ausdruckslos, zu wenig komplex. Das ist eigentlich wirklich so. Also wer einen ganz einfachen, immerhin aber 12 Jahre alten Single Malt mal probieren will, der kann hier gut zugreifen. Das ist also nichts, was schlimm wäre oder weh täte. Aber wie gesagt, für fortgeschrittene Whisky-Genießer ist es nichts. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wie gesagt, ich hatte ja jetzt ein bisschen Urlaub und ich muss mal sehen, wie und wann ich da zu etwaigen Videodrehs komme oder auch nicht. Und dann schauen wir mal. Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Zeit und bis dahin, euer Schorn.